Und die Suche nach Rittersporn und Ciri geht weiter hier bei Hilfe. The Breach of Rewild Hunt, das war jetzt eigentlich nicht unbedingt gewollt. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Das ist eine gute Frage mit Radoweg, also Brechen und Entwicklung. Das stimmt natürlich, aber aus der Hilfe. Das stimmt, er hat noch eine Quest für uns, wa? Ja. Hören wir uns gleich mal an. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemand. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Oho. So nachtragend. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Ja, bei solchen Freunden. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Ja, Hauptsache es läuft für ihn gut, wa? Also wobei soll ich dir helfen? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Ein Befehl, so, so. Tja, Wasser ablassen kann, aber wie fühlt es wieder rein? Naja, was soll's. Runterfahren wir ein bisschen doof, wa? Kann ich so die Leiter benutzen? Jo, ganz normal. Alles Klärchen. Tja, irgendwas Besonderes hier unten? Noch nichts. Nicht schon wieder. Bart? Bart Simpson? Was klopft hier so? Was haben wir da noch Schönes? Nichts Besonderes. Leider, leider. Damit, sofort! Machen Sie die Familie. Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Bart, nicht traurig! Wo hast du den Troll her? Aus Serikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart, sie im Buckelpferde. Heißt da. Sigi Bart mit dem Sigi gut.
Sigi, sehr gut. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bad bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leid tun. Bart das tun müssen. Ja, nee, ist klar. Na schön. Ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut. Ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Hoffentlich ein paar gute Fragen. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floreen, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Lenzensatsch. Alles weg. Ich mag ihn irgendwie. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein. Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den Scheißnamen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stand. Kein Loch. Bums. Loch. Bart. Wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Treu. Na na, Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Ja, und was ist er selbst? Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch.
Habe diesen Trottel angeheuert, Fonks. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popspuren eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fonks, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fonks losgelassen und bin wie wild weggerannt. Bums. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Ja, danke, danke. Rätselspawn, wo bist du da bloß eingeraten? Bart, alles klar mit dir. Okay, Freunde, jetzt wird man, ja, könnte coole Quests und so machen, aber eher später. Vielleicht auch mit der Hauptstory weitermachen und ja, endlich mal eine Spur haben, meine Güte. Wir kriegen ständig noch Informationen und so, ist ja alles schon gut, aber ganz ehrlich, ich würde doch gerne mal einen Teilerfolg erleben, wenn man eher sein soll. Ich glaube, Ciri finden, da werden nochmal 50 Parts vergehen. Naja, also da vermute ich schon, aber dann glaube ich doch vorher mal, naja, andere Quests angehen. So, wir sind ja hier scheinbar richtig. Hä? Ja, ich höre was, aber das ist doch außerhalb des Gebiets plötzlich. Auf der anderen Seite, wa? Ja, weil hier scheint nichts zu sein. Okay. Ja, also. Was? Nein! Entschuldigung, ich trottel, ich habe die Quest umgeschaltet. Dann schlecht. Mann, das wollte ich doch. Das andere war ja unten. Meine Fresse. Entschuldigung! Ganz, ganz doof. Mein Fehler. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Ja, muss doch erst. Mann! Schon besser. Der Meter sind es noch, 160 ungefähr. Okay, ja, ich auf zu Fuß. Wieder mal nachts war, ja, ich überlege noch mit anderen Quests, aber. Wegen dem Elfenschmied, aber das können wir, wie gesagt, dann ein anderes Mal machen, an einem Tag und so weiter. Ja, danke schön. Oh, mein Magen, ey. Der Humor hat auch ein bisschen. Naja. Betrunkene. Zuerst Ertrunkene gedacht. Das ist auch nicht schlecht. Betrunkene gelesen, aber Ertrunkene gedacht. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Schnauze. Hä? Mann, dann komm doch. Zeit zu sterben. Naja, ein bisschen übertrieben, Geralt, wenn man da sein soll. Aber der Schild hält. Du Scheiße, was? Er muss hier durch? Da zeigen wir plötzlich ganz seltsame Wege. Das Schild ist weg, aber hab kaum schon angekriegt. Nice, war. Wir fällen mal fürs nächste Level. Was macht der jetzt plötzlich? Hä?
Ich komme nicht voran, nur mit den Fliegen. Verwirrung. Schon gehört? Man kein Durchgang. Und häng hier nicht rum. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Das ist hier mal eine tolle Erklärung. Was? Ich will meine Chance in der Arena. Komm rein. Wer hat das Sagen? Igor. Man nennt ihn Haken. Was zum Teufel war das? Ein plötzlicher Anfall von Ehrlichkeit. Es lebt die Täuschung. Sprich mit Igor. Man nur auf Angstmodus kriegt oder auch ein paar... Nö. Keine verfügbaren Punkte. Doof. Ich habe das schon wieder gemacht, wegen Stufe 10 und so. Jetzt geht es in Stufe 12. Ja, wenn doch wie gesagt halt hier ein bisschen upgraden. Dann machen wir mutig alles gelb hier. Hier alles grün und mal ein bisschen rot und so. Oder zuerst... Ja, das spielt keine Rolle. Meine Hexerkünste müssen schon ein bisschen trainiert werden. Ich bereit. Du bist dran. Ich bin dran. Kriegen die Verlierer auch was? Die kriegen eine Fahrt zum Friedhof. Eine Fahrt zum Friedhof kriegen die Verlierer? Interessant. Naja, immerhin müssen die dafür bezahlen, war? Immer werden sie chauffiert. Wobei zum Friedhof, dann spielt er keine Rolle mehr. Ist das alles? Süßer Hund. Was kannst du denn mit dem Schwert umgehen? Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Hurensohn Junior hat sich zahlreiche Feinde gemacht. So viel ist klar. Vielleicht kann ich nützlich sein. Junior kann auf sich aufpassen. Um den muss man keine Angst haben. Aber ich frage mich, woher du weißt, dass der Laden ihm gehört. Das habe ich aufgeschnappt, mehr nicht. Ich rate dir, vergiss lieber, dass du von Junior gehört hast. Ist gesünder. Ich bin nicht ein Tagelöhner. Ich nehme keine Befehle von dir entgegen und auch keine Ratschläge. Du bist nicht mein Tagelöhner, das stimmt. Aber sehr dreist. Du musst leider sterben. Tötet ihn. Echt jetzt? Nur nicht ein Hund, der ist so süß. Scheiße. Ich reiß dir die Fresse in Stücke, Mutant. Single die. Hat sie jetzt zwei, du verdammter Mutant. Zahn um Zahn! Au, oh, dämlicher Hund! Haltet euch die Augen zu! Was zum... Was wird sich los jetzt? Irgendwas mit dem Typ. Mann, ich seh nix! Alter, scheiß Spiel! Kannst du bitte mal aufhören, mir. Uah, Alter! Ey, jetzt spinnt die Ko- Oh, das hatte ich schon mal! Ey, ich konnte doch! Mann, ich drück die ganze Zeit den Konter. Nein, das ist doch beschissen, ey! Mann, man hört's doch! Da, LT, ich mach das doch, wieso klappt's denn nicht? Ey, was soll denn das? Die ersten Typen kein Problem, nur will ich kontern. Einmal klappt's, nachher klappt's nicht mehr. Ja, ein Shield-Typen dann natürlich auch gesehen und kapiert, wer da kämpfen muss. Was soll denn der machen, wenn das Kontern nicht klappt? Zerstückelt ihn, mach die Missgeburt. Ich hasse dich erst zwei, du verdammter Mutant. Umzingel ihn! Mit was wir doch mal was anderes und zwar mache jetzt mal mit mal ein bisschen Feuer. Mann, ist klar hier nicht mal Feuer. Das, schon wieder.
Ey, das sind viel zu viel. Was soll ich denn da machen, Leute? Dann sagen wir bitte, ich bin zu niedriges Level und so. Mann, ey, ich muss hier durch, dass die Hauptquest. Da kann sich sein, dass plötzlich die Hauptquest sagen, nee, du musst eine Sidequest machen. Level aufsteigen und so, dann kannst du hier durch. Oder bist du stark genug? Nee, nee, muss anders funktionieren. Sonst wäre es echt fies. Okay, der bringt also nicht viel. Wir gehen direkt auf Feuer. Kann ich da auch mal ausweichen? Vor allem der Typ ist übel. Wow, wer ist denn das? Alter, ich komm nicht mehr durch, komm nicht mehr weg. Das darf ja auch nicht sein, Leute. Ey, das wird immer schlimmer. Was ist hier los? Das Problem ist vor allem, du visierst einen an. Da schräg links vor dir. Du siehst, der rechts von dir greift dich an. Willst du Konter nögen natürlich nie, weil du siehst ihn ja nicht an. Oh, also, sorry, aber in der Hinsicht ist das Kampfsystem echt beschissen. Ich muss zuerst die Schwächen loswerden. Mann, ey! Schon wieder kommt plötzlich alle auf mich los, ist klar. So, seht ihr, im 1 gegen 1 kein Problem. Verfickte Flüche! Gut, da bringt bei ihm nichts, aber kann ja kontern, obwohl ich sehe kaum etwas. Wow. Mann, ich sehe echt kaum was. Das ist nicht nur bei euch auf YouTube so, ich sehe auch kaum was. Ja, komm, wir müssen erst noch ein bisschen regenerieren, wenn es genehm ist. Das ist echt übel, übel, Leute. Naja, sollen wir ein bisschen brennen. Wirkt bei ihm nicht, irgendwie nicht, keine Ahnung wieso. Mann, ich will gerade. Teilweise klappt das eigentlich nicht. Meine Waffe ist wohl ziemlich im Arsch, aber das kann irgendwie falsch gesehen. Junge, Junge, so, sehen wir mal die Waffe an. Wobei, Entschuldigung, das ist ein Silberschwert. So war der gut aus, war. Oh, also das war jetzt echt ein echt doofer Kampf, ey. Vor allem, es ist echt so. 1 gegen 1 kontern kein Problem. Wenn du plötzlich einen Gegner auf der Seite und so hast, und du siehst, der greift an, schnell genug umdrehen und dann kontern, kannst du gar nicht. Du musst irgendwie vorher umdrehen, aber das siehst du ja nicht. Also dem er auch, sorry, aber es ist echt ein bisschen doof gemacht. So, da ist mal ein bisschen abgegradet hier. Naja, fast alles zumindest. Wie gut geht's unserer Stahlwaffe? Alter. Hm. Moment. So, jetzt aber. 80% nur noch, das geht eigentlich. Wie sieht's mit meiner Rüstung aus? Die habe ich gerade ausgewählt. Wieso sind die schon. Naja. Ich brauche erstmal was Besseres zum Knuspern. War das Loch hier oder wie? Ne, oben zeigt was anderes an.
Vielleicht finde ich noch etwas Interessantes. Mir ist ganz ehrlich, Leute, Kampf war übel. Kannst du dann sagen, verdammt, komm ich da hin? Ich will doch gar. Wieder irgendwie. Wow, Mann. Wieder irgendwie eine andere Quest oder so etwas. Oh mein Gott. Soll ich eigentlich doch lieber auf das wahrscheinlich, weil ich gerade dran bin. Weil sonst vielleicht noch kompletten Überblick. Vielleicht noch der Typ da mit der Ding etwas. Im Schild. Der war ja echt krass drauf. Und ich meine, andererseits hat er nichts anderes gemacht als gekontert. Und das habe ich auch, oder habe es versucht. Und ja. Was eigentlich auch, aber wir haben sie alle gesehen und was soll's. Komm schon, schlag verdammt nochmal zu! Umzingelt ihn! Oh. Er spricht Flüche. Bringt nicht viel bei dem. Dann kriegt dafür viel Schaden. Haben sie gerade gesagt, ich soll irgendwie im Loch nachgucken? Der muss echt erst alle töten. Ach du Scheibenkleister. Mann, Geralt, mach doch wieder mal! Was ich irgendwie so macht, die eins lang nehmen. Das sind ein paar Typen, die sind ein bisschen schneller drauf und ein bisschen doofer, wie auch immer. Ja, klappt super! Boah, und dann. Mann, ich konnte der einen und kommt der andere plötzlich. Na komm schon. Ja, aber das war sehr schön gesehen, war. Ich konnte den anderen greift an, trifft mich trotzdem. Wieso kann ich den anderen nicht auch mitkontern? Also, sorry, aber das verstehe ich nicht. Das ist echt etwas. Was man hoffentlich in den ersten Patch noch beheben wird, oder aber was ich irgendwie noch anders lernen muss. Also kann ich mir vorstellen, dass ich wirklich so schlecht zocke. Grafikbugs, hab gerade was Schönes gesehen hier. Ja. Kuckuck, Schwert ist weg. Jetzt natürlich nicht mehr, jetzt wieder. Schwert ist weg. Egal, Freunde, was weitergeht, wieder hier bei Witcher 3. Ja. Wild Hunt sehen wir dann. Im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao zusammen.